Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge ARK. Ich weiß, das letzte Video ist eine Ewigkeit her, weil, ja, hatte irgendwie keine Lust mehr Videos zu machen. Aber jetzt versuche ich zumindest einmal im Monat ein Video hochzuladen. Jetzt mal wieder zu ARK, weil habe ich ewig lange nicht mehr gespielt und ja. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ich glaube, wir hatten die beiden hier gezähmt. Und haben voll viele, Raptoren verloren, oder? Ja. Was war der Plan nochmal? Achso, Berg. Ja, dann versuche ich mal zumindest hier mal die Brutstation weiterzubauen. Ja, so sieht es jetzt halbwegs aus. Schon mal mehr zu, dass nicht jeder Dino gleich reinrennen kann. Und ich habe gerade rausgefunden, was wir machen. Und zwar, wir zähmen einen Biber, weil, ja, keine Lust die ganze Zeit Bäume mit Hand zu fällen. Aber da haben wir jetzt, glaube ich, dasselbe Problem wie beim letzten Mal, weil da habe ich den Biberdimmel auch noch besucht. Und hat auch nicht. Und hat auch nicht geklappt. Jetzt los. Och. Die Drecksviecher. Hm, sind sie da? Wieso glaube ich, ich habe irgendwie, weil ich hatte noch eine andere Karte, die ich mit Mods gespielt habe. Und da habe ich, glaube ich, die Stats verändert, weshalb die ganzen Dinos auch jetzt hier komplett anders sind. Zumindest von ein paar. Und warum rennt dann Allosaurus? Willkommen. Hallo. Kommt der? Mann, jetzt geht doch weg, ihr Drecksfliegen. Wo ist er? Ja, nur den. So, jetzt brauche ich nur noch einen Biber. Da ist ja noch einer. So, Biber finde ich wo, ist die Frage. Eigentlich am Strand. Strand ist in die Richtung. Okay. Ja, wir sehen uns dann, wenn wir da sind. Okay. Ich hab. Da ist ja. Warum ist der Vogel hier? Mitkommen. Ich hab meinen Vogel wieder. Hallo? Ich hab meinen Vogel wieder. Die fliegt ja 100-mal schneller. Passiv. Erstmal schön pfeifen. Das kann doch jetzt nicht sein. Ja, fliege ich jetzt? Ich fliege weiter. Sind ja fast da. Ich würde, glaube ich, gerne nochmal Vogel tauschen. Weil sie ist ja eindeutig schneller. Ja. Du folgst mir. Kommst du? Ha, ist das schön, wieder Vollgas zu geben. Und wie viele Level hast du? Wie nur 2. Joa. Also, wenn hier jetzt einer ist, fände ich es komisch, weil hier war ja Starterbasis.
Lebt der Delfin noch? Och, er lebt sogar noch. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Hallo, Fisch. So. Nein, nicht im Kreis fliegen. Komm her. Landet mal. Geh mal hin. Hallo, geh in die Box. Hallo. Ach, jetzt weiß ich, was es ist. Nein, nicht mir folgen. Bleib stehen. So, also jetzt Biberdämme. Ja, ich sag euch, Bescheid, wenn ich welche gefunden habe. Trock gefunden, mit einem Teich. Mal sehen, ob da was ist. Zumindest laut Karte ist hier irgendwo ein Teich, Tümpel. Das geht schon gar nicht. Ach, das ist... Nee, hä? Ach, das ist der Teich. So, sind hier Biberdämme. Blendet die Sonne. Nö, da drüben. Warum sind hier nirgendwo Biberdämme? Kann doch nicht sein. Auf all den anderen Karten finde ich lauter Biberdämme und hier finde ich keinen einzigen. Ja. Ich habe einen Biberdamm. Und ich werde von jedem einzelnen blöden Viech hier angefallen. Ist der Sarko hinter mir her? Nee. So, also. Schön bereit machen, direkt abzuhauen. Weil der Biber hasst mich, wenn ich da reinschaue. Biber, da. Gönn mal alles. So, was war da drinnen? Wie viel Zement? 70. Okay, er hat realisiert, dass ich das geklaut habe. Komm mal, land, du Biber. Vielleicht kann ich dich packen. Oh, nee, Biber ist tot. Suche ich mir halt einen anderen. Ach nee, das sind zwei. Und die haben das Krokodil fertig gemacht. Danke. Nee, du bist schwach. Pack den Biber doch einfach. Ja. Also jetzt echt, wie funktioniert das? Nein! Hier, du Vogel. Ah. Au. Hilfe. Ist da drin? Hm.
Wer weg? Ach nee. Ja. Hä? Ach egal, dann suche ich mal den Saft. Die Vögel jagen mich jetzt auch schon. So, kriege ich noch einen Biberdarm. Nee, hier lande ich nicht. Da oder da? Da. Och, da ist ein T-Rex. Lande mal. Bleib stehen. Wo ist er? Da. Level 6. Also bitte, es kann doch nicht sein. Ich habe 3/4 von der vom höchsten vom Schwierigkeitsgrad und das Viech ist Level 6. Oh. So. Ach, da ist ja noch einer. Level 2. Ich dachte, meiner hätte ein niedriges Level. Aber die haben ja noch ein niedrigeres Level. Kann ich dich packen? Also langsam frage ich mich, ob ich zu inkompetent dafür bin. Einfach nur ein Dino zu packen. Welches Level hast du? Level 9. Vielleicht muss ich mal diesen einen Befehl machen, damit alle Dinos, alle wilden Dinos gelöscht werden und neue nachspawnen. Kann doch nicht sein, dass ich zu low-levelige bekomme. Und welches Level bist du? Level 18. Das geht doch so nicht. Jagst du mich? Nee, ganz weg. Ja gut, dann fliegen wir halt zurück. Wenn hier kein Biber ist. Oder ist da was? Also eigentlich sieht es hier schon schön aus, außer dass das Wasser halt braun ist. Und dass hier halt laute Fleischfresser sind. Und Kanu, vor dir habe ich mich noch damals gefürchtet, jetzt muss ich mich nicht mehr vor dir fürchten. Was ist das denn? Nee. Was ist das denn? Auch noch ein Alpha-Raptor, als hätte ich nicht direkt neben meiner Haustür stehen. Und hier müsste doch eigentlich auch so ein Libellenviech rumfliegen. Also es könnte. Terry. Eigentlich bräuchte ich auch mal einen neuen Raptor. Aber nee. Sehen. Bleib stehen.
Du Vogel. Ach, dann halt nicht. Auch eine Explorer-Note. Oder? Nee, öffne dich doch. Hallo? Willst du Vogel auch mal herkommen? Komm, ja. Nicht folgen, anhalten. Dass diese Viecher immer so nerven müssen. Also, wo geht's jetzt zurück? Was schien? Noch ein Alpha-Raptor. So, die Frage, ach da, da liegt nach Hause. Hat ein Explorer-Note. I don't think I've eaten better in my entire time on the island. Ich habe keine Ahnung. I'm a horrible cook. Oh, and they've been of tremendous help. Nur ich habe die Orientierung verloren. So far, my estimates of the predator-prey balance are consistent with the ecosystems. Wo ist der Berg? Ich weiß, dass ich dahinter wohne. Da ist der Berg. And they are extremely aggressive. Perhaps that's a side effect of having limited prey. Sharks aren't known. Ach, da ist ein Tüler. Hab glaube ich den Weg gefunden. Ja, bin wieder da. Lebt ihr noch alle? Ach nein. Ach so, ja, wir haben ja noch ihn hier. Und es gibt einen T-Rex-Skin. Wie sieht der aus? Also, es geht doch nicht. Man kann doch nicht einen T-Rex so hässlich machen. Was war das denn jetzt? Wild. Wir können stehen bleiben. Runter vom Haus. Also bitte, keine Manier hat das nicht. Hui. Guter Vogel, bist der Einzige, der sitzen geblieben ist. Jo, aber dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Wir haben zwar jetzt keinen Biber gezähmt, aber wir haben hier unsere Argentina wiedergefunden. Und das ist ja auch schon mal was Gutes. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis bald. Ciao.